Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon-Sies, Rubin-Sies. In der letzten Folge haben wir ein Flunkiefer gefangen. Dieses Pokémon erscheint mir sehr stark, sehr selten. Voraussetzung ist dafür natürlich, dass es dann irgendwann mal Attacken erlernt, damit es selber EP farmen kann. Momentan muss es eher im Hinterstübchen sein und das gefällt mir aber. Ich habe ja gesagt, dass mir die meisten Sprites frontal besser gefallen. Das hier finde ich aber so schon edler irgendwie, ne, so Schutzschildmäßig und so weiter. Und habe ich gerade... Ich habe gerade schon seine Verteidigung so ein bisschen geschwächert, ne? Dieses Pokémon werden wir... Geowurf! Das hat er doch vorher nie eingesetzt! Der kleine Wichser, du! Wir werden jetzt hier mal so ein bisschen seine Verteidigung senken und hoffen, dass dann Schwalbini den Rest dann, also dementsprechend ein bisschen besser damit zurechtkommen kann. Immerhin so ein bisschen hat es gewirkt, schätzungsweise. Von daher, ja, hoffen wir es einfach mal, dass er wenigstens ein Pokémon von den beiden schafft, damit er wieder so ein bisschen XP kriegen kann. Ich könnte jetzt hier, wie gesagt, auch auf Fokus gehen, aber nee, ich denke, ich... Okay. Jungsies. Das ist ja fabelhaft. Holy shit, ey. Nee. Garantiert nicht. Ach, das ist ja schön. Mit dem haben wir ja auch so ein bisschen Erfahrung, ne? Von daher... Aber es könnte immer noch schief gehen, deswegen mache ich mal hier weiter den Flügelschlag. Ey, ist das jetzt wirklich diese... Moment, what? Und wieso ist das jetzt sehr effektiv? Also, ich weiß nicht, Leute, diese 2-3 Level, ne? Die haben jetzt, glaube ich... Oh, daneben gegangen, trotzdem es ein Rucksack-Keep ist. Die haben jetzt ordentlich reingeböllert, ne? Der so viel zieht er jetzt auch nicht ab. Okay, ja, okay. Ich hab's verstanden. Ich nehme es zurück. Mein Gott. Aber ich habe noch eine Beere im Arsch. Ja. Nee, unter dem Schnabelis. Und jetzt. Ja, Alter, dieser. Als ob du. Da hast du einmal so ein bisschen Sand in die Augen gekriegt und da geht gar nichts mehr, oder was, ey? Das ist schon ziemlich beschissen. Danke. Mein Gott, ey. Und er hat auch keine Tranksies eingesetzt. Ja, ne, konnte sich keine mehr leisten. Wieso eigentlich? Ich meine, der hat mich doch ordentlich abgezockt. Kriege ich jetzt mein Geld eigentlich wieder? Uiuiui, du hast eine größere Welle produziert, als ich dir zugetraut hätte. Du hast mich absaufen lassen. What the fuck? Du bist ein Kampftrainer, kein Wassertrainer. Okay, du hast mich erwischt. Nimm den Ohren in dieser Arena. Und 1000 hat nein. Also ich habe von dir 2000 verloren. Das, naja, wahrscheinlich Abzüge, ne? Krankenversicherung und so. Und da habe ich Licht ins Dunkeln gebracht. Raven erhält den Knöchelorden. Hoffentlich war das jetzt nicht sein Knöchel, den er mir dann gegeben hat. Dank des Knöchelordens werden die alle Pokémons bis Level 30 gehorchen. Auch die, die du durch Tausch erhalten hast. Und wie wäre das jetzt ohne Orden gewesen? Hätten die mir nur ab Level 20 gehorcht? Die Pokémon stehen auf Bling, 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 ne? Und du kannst die VM Blitz auch außerhalb eines Kampfes anwenden. Und wenn du magst, kannst du auch diese technische Maschine anwenden. Wie, warum heißt das eigentlich? Ach, TM. Dafür ist die Abkürzung? Ja, ich glaube, das wurde damals nie erklärt. Die technische Maschine 08 enthält Porza. Diese Attacke hebt den Status des Angriffs und der Verteidigung. Macho. Bullshit. Ich sehe in dir ein Talent, das eines Tages zu einer riesigen Welle wird und einen Sturm des Erstaunens bei anderen Trainern entfachen wird. Du warst zu viel auf dieser fucking Insel, Alter. Deine scheiß... Inselwellen-Metaphern kannst du dir sonst mit hinstecken, ey. Als nächstes erzählt er mir irgendwas von Quallen und Muscheln. Nee, danke, du. Das gehört sich einfach nicht für einen Kampftrainer, ja? Das kann mir der Wassertrainer, der kann mir das Stunde um Stunde um die Ohren werfen. Wurde er wahrscheinlich auch noch. Der wird dann wahrscheinlich von noch größeren Wellen reden. Aber du, tut mir leid. Dafür habe ich ehrlich gesagt kein Verständnis. Aber verständnisvollerweise müssen wir uns jetzt, Gedanken drüber machen, wem wir letztendlich die TM Blitz verleihen. Ich habe da keinen Bock drauf, weil ich mag das, wie gesagt, überhaupt gar nicht. Aber vielleicht kann die ja dieses Mal Schaden bewirken. Ein gleißender Lichtstrahl, der genau senken kann. Ja, Genauigkeit. Alles klar. Ja, ich musste auch die ganze Zeit so ein bisschen an Krillin denken, ne, mit seiner... Der konnte ja auch so eine Blendattacke. Mal schauen. Mal schauen, sie's. So, nein, 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 nein. Warum denn Gag Arbor? Ist das irgendwie eine Frau für alle Fälle hier oder was? Hat der nicht schon Zerschneider von mir bekommen? Nee, das war... wir könnten mal schauen, ob Samurze das kann. Aber wie gesagt, dann...
wäre er dann natürlich so ein bisschen... oder stellt euch mal vor, ich habe gerade so überlegt, wie wäre es eigentlich mit Zubat? Stellt euch mal vor, so eine fucking Fledermaus könnte das erlernen. Das wäre ja richtig lustig, ey. Ja, mein Team ist voll. Herzlichen Glückwunsch. Aber konnte man nicht damals das parallel machen? Also, dass ich einfach einen, der nicht im Team ist, mit einem wechsel, der im Team ist? Na, vielleicht schaffen sie es ja in der nächsten Generation. Ja, so langsam müsste man sich da halt wirklich mal entscheiden, ne? Weil wir ja zu viele haben hier. Maguhita, Zigzags. Wie gesagt, ich mache jetzt erstmal irgendeinen raus, damit ich checken kann, ob Samurzel Blitz lernen kann. Dann entwickelt es sich vielleicht zu meinem Wegwerf-Pokémon. Aber ich muss es halt trotzdem dabei haben. Ne? Das ist halt so das Ding. Ups, ne, das war richtig. Beutel. Das ist halt scheiße, wenn man wirklich dazu gezwungen wird. Ja. Ja, ne, also sorry, Gag-Abo und Blitz. Nee. Vielleicht kann man VMs ja wirklich vergessen lassen. Ne? Das, ich weiß es nicht. Was kann er denn eigentlich überhaupt? Hat er überhaupt schon 4 Attacken? Ja, okay, da ist halt wirklich eine Menge Bullshit bei, oder? Geduld, okay, Härtner, Wachstum. Stärkt die Muskulatur und erhöht Verteidigungswert. Der Körper wächst und Spezialangriff wächst. Ja, das funktioniert natürlich nur in Kombination damit. Und die Naturkraft ist das Einzige, was halt wirklich spontan was abzieht. Die Elementklasse des Angriffs hängt vom Ort ab. Okay, interessant. Ja klar, weil Naturkraft halt. Das heißt, im Wasser würde er dann wahrscheinlich Wellen einsetzen. Also, man kann schon sagen, dass das Metronom ist, oder? Und halt nur umbenannt wurde. Irgendwas wollte ich jetzt auch noch sagen. Ah, ich hab's vergessen. Egal. Der Körper weg. Ja, nee. Ich mach mal Wachstum weg. Das ist das, was ich so gut wie gar nicht eingesetzt habe. Von daher. Und ne, was soll ich jetzt tun? Wie gesagt, soll ich jetzt einen Pokémon fangen und hoffen, dass der das kann oder wie oder was? Von daher. Ich würde tatsächlich, weil Schwalbini jetzt so stark ist, so komisch es klingt. Jetzt habe ich gerade gelesen, jedermanns PC. Ja, da kannst du mal hingehen, kannst du irgendwelche Pokémon klauen. Ja, ich würde das jetzt erstmal rausnehmen, tatsächlich. Weil das hat ja auch ein richtig starkes Level. Und dann können wir nämlich den Maguhida im besten Fall so ein bisschen trainieren. Mit Zufallskämpfen und so weiter. Von daher, ich glaube, dass... Naja, Flunkiefer. Das wäre mir halt schon wichtig, aber das würde ich dann eher in Trainerkämpfen machen. So bei Zufallskämpfen immer zu tauschen, wäre mir persönlich auch ein bisschen zu anstrengend. Von daher machen wir das mal so und begeben uns ein weiteres Mal in die Höhle. Das war ja anscheinend nicht der Typ, dem wir den Brief geben sollten, ne? Von daher, ich speichere hier mal sicherheitshalber. Irgendwie habe ich da gerade ein ganz komisches Gefühl, nicht, dass ich mich dann da verlaufe oder so, ne? Aber wirklich dieser Mondberg... Das hat schon wirklich das ein oder andere Traumata verursacht. Dann wurde man vielleicht auch noch vergiftet, ne? Und die ganzen Zubats und so weiter. Das hatte schon echt Verrecker-Potenzial. Aber ich denke, verreckern wird ja als nächstes der Zug. Moment, habt ihr das gerade gesehen? War das jetzt ein Zufall? Weil der Ball, der sah gerade blau aus, ne? Und die Superbälle sind ja blau. Haben die echt darauf geachtet, so nach dem Motto, okay, du hast den mit dem Ball gefangen, also ist der Ball dann auch dementsprechend, hat die Farbe? Das wäre ja richtig krass, ey. Ja, wieso zieht das so wenig ab? Dein scheiß Ernst, Mann? Das ist doch eine fucking Fliege, auch von der Statur her. Das muss doch ordentlich reinböllern, oder nicht? Ja gut, das zieht minimal mehr ab. Hat man da Unterschiede gemacht? Kampf, normal. Ey, oh, ich komme da nicht drauf klar. Also, ne, ich meine, das ganze Spiel ist doch ein einziger Kampf. Wie kann man denn da... Ich weiß nicht, du. Vielleicht, weil es ein professioneller Angriff ist. Also, ich meine, es ist ja auch ein... Man kann ja auch unterscheiden zwischen einem normalen Typen, der versucht, sich zu wehren... Und jemandem, der Kampfsport betreibt, oder? Also könnte man auch sagen, das sind nicht die Kampfattacken, sondern die Judo-Attacken oder so, ja? So könnte ich mir dann noch einen Schuh draus binden. Aber ansonsten, ich meine, er haut halt zu.
Wie kann das denn hier einen Unterschied machen bei diesen Pokémon? Verstehe ich nicht. Was ist Zubat eigentlich? Insekt-Flug-Pokémon, oder? Ja, und die XP, die finde ich jetzt auch so ein bisschen fragwürdig. Ich sehe schon, das ist jetzt auch nicht der beste Ort für dieses Pokémon, siehst. Auf jeden Fall, kann ich denn hier manuell? Nee, da habe ich jetzt kein Objekt, was ich direkt anlabern kann. Ne? Da muss ich tatsächlich hier reingehen. Ja, hoffentlich hätte es dann wenigstens die ganze Zeit über. Ja, netter Effekt natürlich, aber so hundertprozentig wurde jetzt auch nicht Licht ins Dunkel gebracht, ne? Okay, ist so ein bisschen, was soll das sein? Matschhaufen? Na gut, vielleicht hat er ja gegen seinesgleichen ein wenig mehr Chancelis. Direkt mal den Sandwirbel, ganz ehrlich, ey. Das scheint ja richtig heftig zu sein, aber natürlich funktioniert es dann bei mir nicht. Ja, fucking Energiefokus wollte ich jetzt nämlich auch machen. Der Sumo-Kampf des Jahrhunderts. Ladies and Gentlemen, jawohl, es hat funktioniert. Dann bin ich jetzt mal dran. Und schöne Bitch-Slaps. Die achten tatsächlich darauf, dass sie wirklich links-rechts machen, ne? Immer unterschiedlich. Okay, ja, Volltreffer. Und er darf nochmal. Und nochmal, nee. Vielleicht dürfte ich jetzt extra viel angreifen, weil seine Genauigkeit beschädigt war. Da konnte er nicht wirklich davon wegschrecken. Und dein Sandwirbel kann mich auch mal kreuzweise. Sehr, sehr gut. Gib mir viel XP. Jawollos. Sehr, sehr gut. So muss das sein. Okay, ne? Mal schauen, ob wir uns hier so ein bisschen orientieren können. Ich wollte da noch eine Folge machen. Hoffentlich schaffe ich es in den nächsten knapp 25 Minuten durch diese Höhle. Ich möchte weiterhin nicht gegen dieses Pokémon kämpfen. Diese fucking Härtner-Scheiße darf dann jetzt auch langsam mal aufhören. Oh, okay, alles richtig gemacht. Da ist die Optionalität. Ahai! Ja, das gibt, glaube ich, ordentlich XP. Weil der Witz ist ja auch. Gut, natürlich Angriffskraft so ein bisschen vermindert, aber der kann... Oh. Okay, ich habe nichts gesagt. Ich wollte gerade sagen, der kann sich nicht wehren, weil der ja eigentlich... Wieso... Moment, meins ist Level 10. Also auf Level 11 lernt es... Oh, das ballert rein, ne? Auf Level 11 lernt es also im besten Fall Blitz anscheinend. Und wie ist es wieder männlich, ne? Vielleicht gibt es keine weibliche Sorte von diesem Pokémon, siehst. Ja, nicht zurückschrecken hier. Du bist ein fucking Sumo. Du bist die Reinkarnation von Buhmann. Sei mal nicht so. Mann, Alter. Ne, wenn du auch einfach so ein bisschen trainieren willst. Gott, fuck mich das schon wieder ab. Okay, dann halt Flum oder Zigzags. Zigzags hatten wir lange nicht mehr. Der trägt ja immer noch die Scheißbeere, ne? Oder er hat zwischenzeitlich wieder was gesammelt. Könnte auch sein. Zerschneider, ey. Moment, ich hab Zigzags zersch... Echt? Ich dachte, Samozat... Was? Okay. Ja, das ist komisch. Komisch. Ich werde mich wohl nie daran gewöhnen. Ja, dann ist es ja gut, dass ich Zigzags nicht ausgewechselt habe, ne? Nicht, dass ich dann hier irgendwie Zerschneider brauche. Dann sehe ich aber alt aus, ne? Wenn ich nichts zum Zerschnibbeln habe. Und noch dümmer wäre, dass er, wenn die das nicht einsetzen können, wenn sie tot wären. Stellt euch vor, ihr seid dann irgendwie eingekerkert. Müsste Zerschneider einsetzen, aber ja, euer Pokémon ist halt tot. Das funktioniert glücklicherweise auch im Jenseits. Da ruft man die nochmal so ein bisschen mit Geisterbeschwörung. So nach dem Motto, hey, kannst du mal bitte Sandwirbel auf Level 13. Hattest du das nicht schon mal? Nee, du. Oder war das andere Sandstaub? Nee, das war what the fuck. Dein Ernst, ey. Das ist doch nicht mehr lustig hier. Pokéball! Wow! Mensch, das hat sich aber gelohnt. Ja, immerhin. 200 Poké-Dollars gespart. Okay, jetzt... wieder männlich. So langsam? Ich weiß ja nicht, du. Schon so ein bisschen... penetrant hier. Ich mach mal einen auf Hodenschlag. Ja? Vielleicht hilft es ja so ein bisschen. Ich hoffe, dass er... Ja, so nicht. So definitiv nicht. Ich meine, das war ein Crit, war jetzt vielleicht ein bisschen unglücklich, sage ich mir jedes Mal. Dann kommt der nächste Crit rein. Oder auch der normale, der zieht auch gerne fast so viel ab. Ah, nee, es ging schon. Ich versuche es jetzt einfach mal. Ich meine, notfalls staubt wieder irgendjemand ab. Moment, habe ich jetzt eigentlich... Jetzt muss ich nochmal aufpassen hier. Hat mein Handy geklingelt? Nee. Nee, alles gut. Ich bin schon wieder so hart im Game drin.
dass man das ja durchaus mal wieder hinterfragen kann, wie lange man spielt. Ah! Trugträne. Tja, ist halt die Frage. Kann er nicht mehr Blitzbisse einsetzen? Das war sehr, sehr gut. Kann ja sein, dass er nur fünfmal Blitzbisse einsetzen kann. Okay, ja, ja. Komm schon, jetzt noch einmal. Rucksack-Keep kann er immer noch. Ja, damit hätte ich gerechnet, dass der fucking Rucksack-Keep lernt. Oh, doch nicht Sandwirbel, ey. Oh, das hat jetzt tatsächlich nicht so viel gebracht. Müsste eigentlich genauso viel gebracht haben wie bei dem anderen, aber ja, gut, das Zigzags war halt zwei Level höher, deswegen hat es jetzt ein bisschen lascher ausgesehen. Ja, Level 10 ist natürlich jetzt ein bisschen einfacher. Zerschneidis, Zaxis, Blutsauger. Aber wie sieht's denn aus? Oh, es geht. It geht! Von daher. Tja. Ist natürlich dumm gelaufen für den Makuhita, ne? Den wollte ich ja jetzt eigentlich trainieren, weil er auch von den allen am ehesten XP braucht, fernab von Dingskiefer natürlich, aber da würde ich dann einfach auf den nächsten Trainer natürlich warten. Aber ich habe jetzt schon wieder Bock eigentlich zurückzugehen, ne? Weil ich schon wieder sehr, sehr viel Verlust dies erleiden musste. Aber es kann ja auch sein, dass es in dieser Höhle kaum Trainer gibt, von daher. Ja, aber davon gibt es immer noch genug, habe ich gehört. Nicht nur gehört, habe ich auch gesehen, ne? Ich kann es bezeugen, keine Verschwörungstheorie. Es ist tatsächlich, so Steinsies. Ein großer Felsen, ein Pokémon könnte ihn vielleicht zertrümmern, aber warum? Oh, weil da vielleicht Gegenstände darunter sind oder so. Gibt's hier nach oben noch was? Na, ich guck's jetzt aber nochmal. Nee. Okay, das ist ein besonderer Stein, nehme ich an. Oder ein Ei, könnte auch sein. Muss ein bisschen was essen, vielleicht kann man damit Pokémon wiederbeleben. Wiederbeleber, gab's doch auch in diesem Spiel, oder? Da denke ich jetzt nicht an Final Fantasy. Ja, dann wären es ja Phönixfedern gewesen. Ich glaube, das gab es die, aber die waren wahrscheinlich sehr teuer. Ewigstein! Okay. Ja. Würde ich jetzt spontan erstmal passen. Ich weiß nicht, ist das sowas wie ein Feuerstein oder so? Wundersamer Stein zum Tragen. Bewirkt Entwicklungsstopp. Ja, aber was ist mit der Tastenkombination? Ist es nicht in diesem Spiel nicht mehr ein Ding? Verstärkt nochmal. Ach so, das hätte ich natürlich auch bei. Ja, okay, ich habe aber mit Schwalbini keine normalen Attacken eingesetzt, ne? Aber ja, ist nicht vergessen, du. Ewigstein. Ha. Gut, da kann ich direkt wieder runter. Muss ich anscheinend auch. Ja, Architektur halt, ne? Haben sich bestimmt was dabei gedacht. Aber ja, kaum Trainer sind hier anwählbar und. Man hat auch gesehen, die Höhle ist wieder ein bisschen heller geworden, ne? Und das ist ja anscheinend jetzt noch das Ende, oder was? Klasse. Ja, dann lass mal schauen. Gehen wir mal ganz kurz nach unten rechts hier. Nee, da ist nichts. Ja, da könnte man runterspringen, ne? Ah, okay, da ist jemand. Ob das... Ja, das ist wahrscheinlich der sich hier verlaufen hat oder so. Das werden wir dann mal in der nächsten Folge herausfinden. Ja, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. See ya.